So, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Beim letzten Mal haben wir für Walker den Zweruin besorgt, der leider sowas uninteressant war, dass wir gleich in der Hauptstory weitermachen müssen. Doch bevor wir das tun, ich muss mal ganz kurz die Kostümpalette ein bisschen durchändern. Wir haben ja ein bisschen was Neues bekommen. So, ja, neu anordnen. So, wir haben ja jetzt den Weißmagier bekommen und den würde ich ganz gerne auf dieser Kostümpalette jetzt hier einsetzen. Damit wir den noch ein bisschen mitleveln. Weil die Weißmagier sind auch relativ wichtig. Die Frage ist nur, wem gebe ich den Weißmagier am besten? Dieselben Stats dürfen die alle haben. Von daher ist es, glaube ich, auch sowas relevant, wenn ich da anfangen lasse. Ja, Yuna, du darfst nicht länger Dieb sein. Du musst jetzt Weißmagier werden. Ist eigentlich auch ein mieses Game, wenn man drüber nachdenkt. Eigentlich gar keinen Bock. Ich habe bisher meine Damage-Builds extrem gefeiert. Mit den Dieben vor allem. Na gut, was willst du machen? Da tieft alles nix. Der Weißmagier muss gelevelt werden und bevor ich nach Zendarkand gehe, um dort ein bisschen abzuschließen, habe ich noch eine letzte Sache hier. Den hätte ich doch schon fast vergessen mitzunehmen. Gut, dass mir eingefallen ist. I know that there's a place for everyone in this world, even someone as sad and pathetic as me. Lady Yuna, I want to find my place. Please allow me to ride on your airship. Aber gerne doch, komm mit. Oh, thank you so much. I'll find my true calling, you'll see. So, damit haben wir den auch eingesackt. Der wird seine Rolle später noch spielen. So. Weißmagier ist ausgerüstet. Und damit geht's auch sein erkennt. Mal gucken, wo da auf einmal der Super Spheroid herkommt, wie er da hingezaubert wird. Die restlichen Sachen dürfte ich eigentlich alle erledigt haben. Ich dürfte nichts übersehen haben von der Sache her. Mal gucken. So, Spherojagd in Zendarkand. Eine Sphero-Anpeilung aus dem Inneren der Ruinen. An so einem wichtigen Ort. An so einem Ort wird sich wohl ein wichtiger 1000 Jahre alter Sphero finden. Ganz sicher. Ganz sicher. The seven of us. I've never talked about it. I didn't want to share my memories. I wanted to keep that feeling, this place, within me forever. Now look at it. Jedes Jahr erkennt eine Touristenattraktion. Ach, ist es nicht schön. Tourist attraction. Whose idea was that? Wessen Idee war das? So, Mission gestartet. Was läuft? In den Ruinen von Zendarkand wurden Spheroid geortet. Finde ihn vor allen anderen. Naja, wir haben den Vorteil, dass wir uns hier schon auskennen. Hey, Issa, was läuft? Yuna? You've changed so much, I hardly recognize you. Remember me? Ja. It's good to see you again, Isaru. I'm honored that you remember me. Why are you here? Ah, yes. I've been helping Sid with his work. Don't look at me. I guide people through Zendarkand, once the most sacred of places. Yeah, einst. People come from all over Spira, Sphere Hunters too. Einst. Oh. Ugh, what the heck is Pop thinking? I can see this is upsetting you. But this is a place of great historical importance for all of Spira. I know, but still. I never wanted anyone else to stand there. Yuna? Nothing. Forget it. If you say so. Ah, I must be getting to work now. Please, take care, Yuna. Das war quasi der Platz, wo man sagte, okay, gleich ist die Reihe zu Ende.
gleich wird Yuna geufft. Beziehungsweise sie bekommt die hohe Beschwörung und wird dann geufft. Aber gut. Habt ihr was Interessantes zu erzählen? Ach Mensch, kann ich endlich mal den Zweruin finden? Ja, ich mache schon. Wenn man einen Wert von den Zweruin verscherbet, kann man richtig in Saus und Braus leben. Okay. Da ist es ja gut, dass Xena kennt, dass sowas entweiht wird. Und da ist es ja quasi in Ordnung. So, man skippt doch direkt den riesigen Paar von Xena kennt. Man ist direkt jetzt vor den Ruinen. Taro, Hana, you ready? What was the clue again? Come on, it's key. All right, let's head out. Es ist yes, Fee. Sir. Gut, dass die diesen Tipp einfach so rumschreien. Warte mal, was ist eigentlich mit dieser Frau hier los? Oh, Monster vor allem einkaufen kann ich hier. Oh, was haben wir denn hier? HP, Abwehr, Zauberabwehr. Danke für nichts. Hätte ich mich einfach Angriff geben können. Im Turm soll ein Monster hausen. Ich gehe nicht rein. Da haben schon immer Monster gehaust. Was mit den ganzen Untoten, die hier drin abharzen? Sind die einfach weg? Die müssen man ja alle besegnet haben. Ja gut. Ich sage, können das theoretisch ja gemacht haben. Von daher nicht so schlimm. Weißling im Oversoul. Den beklaue ich gleich mal. Hier, bitteschön. Yuna kann nur beten. Was extrem gay ist. Oh, Polarwind. Das ist absolut wertlos. Na eben, warum klaue ich überhaupt? Geld habe ich doch mehr als genug. Ja, und Yuna ist es nur darum zu beten. Fucking großartig. Die ist gerade zu nichts anderem zu gebrauchen, weil ich keine anderen Skills hat, außer beten, glaube ich. Maximal noch Vita, aber... Naja. Das hat mein Damage Output schon hart geschmälert. Das macht jetzt keinen riesigen Unterschied, aber... Die Kämpfe gingen schon ein bisschen schneller zu Ende. Oh, und schon wieder dieselben. Wuhu. Ja, sie kann maximal wieder. Naja, gut, ist schön, dass ich mir so über Heilung erstmal keine Gedanken machen muss. Wenn du einfach nur die ganze Zeit beten spammt, dann ist es auch in Ordnung. So, gibt's hier Stuff? Ah, gibt's nicht. Oh Junge, das ist glaube ich der eine Gegner, der in Final Fantasy 10 sogar wirklich aufgetaucht ist. Der Behemoth. So, und zerfällt sie trotzdem oder wer ist das? Oh ja. Nichts zu melden hat er. Gar nichts. Penner. Lady Yuna! Do you remember me? Passe. Your Passe. Der Kindergarten. You remembered me. This is Hana, and this is Taro. Nice to meet you, Lady Yuna. What are you doing here? There are fiends around. Fiends? Ha! That's right. We're sphere hunters. The Kindergartens! The Kindergartens! Okay, stabil. You here on some kind of treasure hunt? So key must be a clue to finding the treasure. That's right! Shh, we paid 15 whole gil for that! Nein, 15 gil! Come on, let's go! Wenn ihr wisst, wie viel Geld ich hab. Ich könnte den ganzen Hinweise Sack kaufen. Viel Erfolg. 15 Gil for a clue. Ich würde es zahlen. Für das, was wir sonst zu kaufen. Gutes Angebot. Oh yeah. Noch mehr Mistviecher. Nice. Oh. Und jetzt sind es die Leblanc-Sklaven. Oh, Raritätenklau. Das ist nice. Und Gesundheit.
Was zum Teufel macht Gesundheit? Ich weiß es nicht. Child's play. Es wäre nur wichtig, einen Weißmagier zu haben, der ein bisschen gegenheilen kann. Oh, Junge. Oh, ein Hinterhalt. Von einem Nashorn und einem scheiß Weißling, der eh nichts kann. Halt die eigenen TP. Naja. Sinnlos. Aber gut, dass es extra eine Ability gibt, mit der ich es selbst heilen kann für keine oder wenig MP. Was auch immer. Come in, come in. Do you read me? Oh, hey, I wanted to double check that clue. It's Mon, right? Nah, it's just that I heard some kids saying it was Key. Yeah, I figured it was Mon. Over and out. The clues are Key and Mon? What? The Gull Wings? Keymon? Free off. Monkey! We won't let you off so easily this time. Oh man, ich finde das so geil, wenn sie dann sagt, Affe, das raus ist und gleichzeitig so dieser Blick und auf sie drauf gezoomt. Es ist einfach göttlich. So, könnt ihr mich bitte nicht abnerven? Dankeschön. Klack, klack. Duck soup. Duck what? Wo hat eigentlich Yuna und Rico, wo haben die beiden eigentlich ihre Ultimaffen gelassen? Ich habe viel Zeit investiert, um die zu maxen. Also könnten die DAWs immer noch benutzen. Ja. Besonders Rico mit Gottesfaust. Mega Phoenix. Auf geht's. Gehilfen. Das sind keine Sklaven mehr, das sind schon Gehilfen. Wahnsinn. Klack. Klack. Get ripped. 120 Gear ist sogar nicht mal so übel. Für das, was man sonst so an Gegnern trifft in Kapitel 1. Was für ein überwältigender Ort, das raubt einen dem Atem. Sagt man, seid ihr zufällig Sphero Hunter? Jawohl, wir sind das Möwenpark. Finde nicht, dass ihr etwas zu ehrlich seid. Nee. Ich finde, das ist genau die richtige Art und Weise, mit der man Promo macht. Klack. Klack. RIP. Immerhin, ich kann noch mit einem Angriff, mit einem einsetzenden Angriff einen Gegner auseinandernehmen. So, was gibt's hier unten? Sollte es hier was geben? Ich glaube, ich kann da nicht weiter, oder? Nee. Sinnlos. So kann man auch die Monster ohne Grund anlocken. Nasen im Oversoul. Oh, der hält sogar was aus jetzt. Heißt nicht, dass er trifft. Okay. Der hält wirklich was aus. Uff. Ah. So viel dazu. Superklau. Nice. So, wir dürften noch eigentlich bald mal da sein. Phönixfeder, jawohl. Ich quäle keine Kinder. Aber euch mache ich nieder. Nice. Joa, die Kinder durchlassen, die dasselbe Ziel haben, das ist okay. Ich meine, man hätte ja nicht gleich versuchen müssen zu besiegen, sondern einfach nur von diesem Ort hier fernhalten. Aber naja. Leblanke Hilfen. Ist einfach ein Traum. So, hier ist schon wieder so eine Frau auf Koks. Die Wachenschatztruhe für einmal 100 Kills bereits ausverkauft. Ich hatte mir was Tolleres erhofft. Die Schatztruhen waren überall nur High Potions. In Geschäften gibt es sie billiger. Seid ihr Lady Yuna? Nein, bestimmt nicht. Nö. Ich spüre die tausendjährige Geschichte jeweils mit all meinen Sinnen.
finden wir schnell den Schatz und gehen weiter zum nächsten Ziel. Die drei Omas hier? Geil. Feier ist extrem. Wenn ich jemanden sehe, der ligataglich aussieht, wird er sofort angesprochen. Und so stehen die auch da. So, die ganzen leeren Schatztruhen hier. Eigentlich schon harte Verschwendung. Alter, sind alle leer. Die Überraschungstruhe für 1,50 geht, ist bereits ausverkauft. Das ist schön für dich. So, kann ich das Rätsel neu starten? The clue is monkey, right? Just a coincidence. So, der Affe hier. Was ist mit dem? Scheint verliebt zu sein. Okay. Mango sieht eingeschnappt aus. Young ist verliebt. Okay. Wir haben ganz viele Schätze gefunden. Na, ist schön für dich. Freut euch noch ein bisschen. Ich gehe dabei runter zur Kammer der Astra. Oh, kann ich sogar wirklich. Aber da oben war noch so eine Koksfrau, die will ich auch mal kurz ansprechen. Ob sie nicht doch irgendwas für mich hat. Bitte begeben sich mit der Plattform nach unten. Aha. Ja. Ich weiß schon, wie das hier aussieht. Keine Sorge. So, und du? Man sagte, dass hier weit im Inneren die Astra der hohen Beschwörung ruhte. Jo. Aber ihr seid der Lady Yuna. Hier könnten irgendeine Erinnerung schwelgen. Oh ja, das tun wir auch. Orchidea will einen Streich spielen. Salamander scheint meckern zu wollen. Welcome! Well, I'll be if it isn't Yuna! Hi. Was läuft? Come to buy a clue from Uncle Sid, have you? Fridina, we dragek! Turning this place into a gift shop? Hello? What, you got a bone to pick? Ja, wir haben damit schon ein Problem. So, what's eating you? Well, I can't really say, but it's just not right. Huh? Oh, it's like us turning the ruins of home into a theme park. Huh? I see your point. Hmm, ew. Ja. So, und die Affen hier? Die chillen ja einfach vor dieser Tür. Okay. So, hier unten die Astra immer noch ein Stein. Jo, das bringt mich jetzt aber nicht wirklich weiter. Was ist mit dir? Pass auf, dass ich euch die Affen keine Geld klauen. Verliebte Affen stellen keine Gefahr dar. Geld habe ich genug. Schätze. Elixier. Nice. Phönixfeder. High Potion. Wow. So viel Müll. Zweimal Heilmittel. So. Kann ich direkt durchlaufen? Das hier war jetzt, glaube ich, in Junaleskas Reich. Years ago, we cast off our beliefs here. Our false hope. So, was ist mit den Affen los? Mephisto hat sowas abgesehen. Was ist mit diesen Affen hier los? Muss ich mit denen noch irgendwas machen? Kann die zwar anquatschen, aber viel mehr kommt dabei nicht rum. Die waren noch für ein Minigame gut, aber vielleicht nicht in diesem Kapitel. Ich auch hier überall Affen. Labis ist dabei, sich zu verlieben. Aquarius scheint müde zu sein und klaut mir noch Gil.
Okay, damit ist es auch kaputt. Who's there? You have done well to make it this far, Sphere Hunters. But you will not have the treasure you seek so easily. So we fight. If you want the treasure, you must speak the password. Password? The clues? Oh, I know. The password is monkey. Yes, good. Okay, so now tell me, what is the meaning of life? Was ist der Sinn des Lebens? Okay. Die stille Zeit zu bringen, für Ruinen zu jagen, vielleicht auch Affen, ein Tupelo zu heiraten. Sind sie das, Isa? Ich würde sagen, die Pello zu heiraten, aber. Isaru? Isa. Hey, that sort of does sound like Isaru. Is that your final answer? Die genervte Stimme. Nice. The jig is up! Show yourself, Isaru! Fine. Wie kann er von hinten kommen? What are you doing? What are you doing? I bring excitement to those who've come to see this sacred place. I too once traveled with the hope of seeing this place someday. Working here somehow fulfills that wish. I see. I must apologize for the quiz. Here's something for your trouble. Kostümpalette Wiederbelebung. Woohoo. Okay, thanks for coming. Ja, und der Super Spheroid. And remember, the ruins of Xanarkand will be waiting. Als ob es einfach war. Summoners come in all flavors. Apparently so. We done here? The sphere Oscillo Finder picked up a signal. There should still be a sphere nearby. Oh. Right. Okay, let's try this again. Wir sind ja noch nicht mal fertig. Ah, diese Treppe hier hat also seit neuestem eine Verbindung. Früher ging es ja hier nie lang. Okay. Und schon müssen wir die Monster abnerven. Oh, wir sind noch schon bei über 20 Minuten. Ich hoffe, ich bekomme das schnell durch. Damit ich Folgenende machen kann. Child's Play. Child's Play. Okay. Oder wisst ihr was? Obwohl, nee, wir sind fast da. Wenn nur die Viecher nicht so hart nervig wären. Oh, natürlich. Natürlich muss jetzt noch ein Behemoth einfach mal sagen, hallo, hier bin ich. Mit drei Kriegern hätte ich den, drei Krieger, vor allem mit drei Team hätte ich die Schlange zerlegt. Auf geht's. Easy peasy. Oh Junge, ich mache immer das aus. Die Monster können nichts nerven, nur rum. Absolut belastend. Jawohl, Wixi weg. Und Vitra gelernt. Sehr schön. Bam, 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 bam. Und ich hatte schon Hoffnung. Okay, so viel dazu. Ich bringe das schnell zu Ende. Mit was konnte ich denn wechseln? F. Ich muss doch mit irgendwas meine Kostümpalette wechseln können. Hä? Ah.
Aber ich bestimmt nicht mit Weißmagie diesen Kampf hier kämpfen werde. So, Dieb ist wieder am Start. Was läuft, was läuft? So, auf geht's. Ziehen wir den kurz ab. Ah, Fluch. Gut, dass ich mich gerade noch umgekleidet habe, sonst hätte ich das nicht mehr machen können. Okay. Der Typ kann doch nichts. Ich hätte mir das Switch noch absolut sparen können. Bruh. RIP, Rino. Easy. What? It's only half a sphere. Sinnlos. All that for nothing. Well, it can't hurt to take it with us. I can't believe how much this place has changed. Jo, stabile Touristenattraktion. Naja, Spheroidenhälfte, das war jetzt nicht so das Wahre. Amulett, Spheroidhälfte, danke für gar nichts. Okay. Nette Kamerafahrt. Wow, Ipakusa. What's awesome? We're getting reports of an awesome sphere. Looks like it's already drawn quite a crowd. The reports are from Killica Woods. I want that sphere. It's as good as ours. Let's scramble. Was geht's direkt los? Who is the leader? I am. I give the orders around here. Ich würde gerne mal zwischendurch speichern. Let's go! Party! Party! Was zum Fick? Bruh. Ne, gut, dann werde ich einfach jetzt hier die Folge beenden, weil ich jetzt nicht speichern. Das war Xenakent, die Touristenattraktion mit dem halben Spheroiden. Und dafür gehen die da alle hin, oh Mann. Na gut, dann bis zum nächsten Part, wenn wir nach Killica gehen, um dort die Sphero-Jagd-Party zu starten. Um Gottes Willen. Also bis zum nächsten Part und bis dahin.